A vainglorious castle has replaced his dumpy domicile. The only thing more insipid than realized wishes are white weddings. Let's ruin this joint before I sicken up! Make it stinky! Let's move! Ja, und damit ein Hallo. Willkommen zurück zu unserem Let's Play American McGee's Grimm. Ja, in der letzten, also das ist jetzt das Märchen halt, Fisherman and his wife. Ja, ich kenne es wie gesagt nicht. Das hatte ich in der letzten Folge schon angekündigt. Und ja, wir müssen jetzt hier einfach mal wieder alles dreckig machen und so. Und ja, das wollen wir jetzt mal ganz schnell machen hier, weil die Krabben, die werden auch irgendwie immer schneller. So. But stomp it. Stomp it good. Ja, ich mach lieber noch mal hier ganz kurz alles. Kann ich die Krabben jetzt auch? Ja, schön. Weil die machen immer alles sauber und das ist nicht so schön. Ich meine, ich hätte auch gerne mal so ein paar Krabben zu Hause, die für mich aufräumen, putzen oder sonst irgendwas machen. Aber das funktioniert ja leider nicht. Gut. Na, können wir schon oder ist noch zu früh? Ja. Ups. Oh nee. Ach du Scheiße. Ja, jetzt gibt's Calamaris, ne? Yummy. Nicht zu weit hüpfen hier. So. Kollege. Mach nicht sauber. Nicht gut. Ich gebe mir so Mühe, das alles dreckig zu lassen und die machen hier so schnell sauber, das ist unglaublich. So, wir machen da jetzt schnell, bevor die hier wieder alles sauber machen. So, zack, zack. So schnell kann es gehen. Ja, wenn das auch im echten Leben so schnell sauber zu machen geht, wie wir das hier alles dreckig machen, dann hätte ich ja gar keine Probleme, ne? Aber nein. Wie gut, dass wir das hier nur im Spiel so schnell dreckig machen können. Make it rotten. Ja, das knallt da mit Sicherheit runter. Rumpenstump. Ja, wir haben es schon erreicht anscheinend. Ja, das Rotten Goal haben wir schon erreicht. Ja, wenn man schön alles hier, ne, so dreckig macht, dann geht das rucki-zucki. Huch. Plopp. Habt ihr eigentlich schon mal diese Maden oder Würmer gesehen und die ganzen Fliegen, die uns begleiten? Die fallen immer da so... Boah, voll eklig. Ne, ich will gar nicht stehen bleiben. So, jetzt sind wir aber auch schon fast oben. Zack. Oh Gott, na? Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Who couldn't see that coming? Oh man! Now she wants to be pope, though obviously several cards short of a full deck. Is she crazy enough to want that sort of power? It's deprive her of what's left of her wits. Make it nasty. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen, das arme kleine Mädchen? Ach, ja, ja. So. Stomp it. Ich werde hier aber noch ein bisschen weiter dackeln. Bevor die mir hier wieder alles sauber machen, was ich nicht will. Zack.
Die sind aber schnell wieder normal geworden. Was ist los? Oder... Was war das? Hm. Da sind auf jeden Fall noch welche. Nein, noch nicht. Noch die Ecke hier. So, jetzt können wir, glaube ich. Nichts mehr übrig. Oh Gott. She's flipping crazy now. Look at her go. My turn. My turn. Ja, jetzt wir. Oh mein Gott. Ja. Dazu müssen wir jetzt nichts mehr sagen. Wir gehen direkt einfach mal ins nächste Level. The fisherman, abject but willing slave to his wife's ambition, demands the papacy for her delectation. Would that he have asked for her premature demise? Make it foul. Der ist ja verdammt gut gelandet, muss ich mal sagen. Also der Fisherman da. Der ist ja richtig... Der war ja direkt am Sitzen. So, Danger. Okay. Oh, okay. Oder auch nicht. Wir gehen mal gucken, was wir hier so haben. Da kommen wir nicht drauf. Da kommen wir auch nicht drauf. Aber da hinten ist eine Münze. Ja, ich weiß. Der Herr Grimm mag kein kaltes Wasser. Schon verstanden hier. Okay. Von der Seite kommen wir auf jeden Fall nicht da drauf, würde ich mal sagen. Oh ja, ist klar, Jay. Du Nase, hüpf doch. Okay, da müssen wir uns mal was überlegen hier. Wie kommen wir hier am besten rüber? Vielleicht hier auf diese Boote? Aha, okay. Und von hier aus dann irgendwie da drauf? Zu früh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, die werden wohl immer schwieriger, die Level hier, wie man sieht. Oh ja, ist klar. Also ich glaube, ich lasse dieses Medaillending da gleich einfach so liegen. Und mach einfach in der Story weiter. Ja, lecko, funny, ey. Gibt's doch nicht hier. Da warten wir jetzt mal auf das große Ding da. Na, ist klar. Ach, da ist ja noch so ein Ding, ey. Ja. Was für eine schöne Situation gerade hier. So, zack. Jetzt aber, wir haben es geschafft. Ja, das andere Secret ist jetzt da hinten in der Ecke, also auf dem Felsen. Aber wenn ich da jetzt wieder hindackel, falle ich zu 1000% irgendwo wieder runter. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach mal weiter, damit wir in der Geschichte auch mal ein wenig vorankommen. Statt nur alles hier irgendwie, ne? So. Jetzt dürfen wir wieder alles dreckig und kaputt machen. Und da haben wir es auch schon. Müssen wir da jetzt drauf oder geht das hier so? Geht doch so. Ja, nee, ist klar. So ein Killerwal hier, ey. Na, puste mich mal hoch. Und da ist der Fisherman. Make it
Nasty. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was mit dem Mann passieren wird. Was der Grimm für ihn auf Lager hat. Der hat sich mit Sicherheit irgendwas ausgedacht. So, da haben wir diesen Rotten-Modus. Da können wir dann alles schön abfaulen lassen. So, das reicht aber noch nicht. So, jetzt aber. Oh, was ist das denn? Ja, rennt weg, Kollegen. Rumpenstump. Ja, Leviathan. Boil and bubble, toil and trouble. Convert this all to trash and rubble. Okay. Das war schon Szene 4. Das ging wie... Echt, das sind so Mini-Level. Das ist rucki-zucki. Aber ich habe halt gesagt, immer 2 Level für eine Folge. Damit es auch nicht zu lang wird, weil andere Projekte, ja, die werden halt immer so lang. Ja, wir hätten das zweite Secret halt gehabt, aber ich bin da ja leider nicht rübergekommen. Beziehungsweise habe es auch nicht weiter versucht. Ja, ich werde die für mich halt später irgendwann mal so nachholen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wo wir wieder landen, dann schaltet einfach ein, wenn es wieder heißt Let's Play Grimm. Bis dann!